Vom Blickpunkt eine Umfrage gemacht unter den Fans zur allgemeinen Situation, wie sie mit den Panthern zufrieden sind. Und es haben also bis auf ganz wenige alle gesagt, mit dem Trainer sind sie super zufrieden, mit der Mannschaft allerdings gar nicht. Wie seht ihr das dann? Ja, schwierige Frage. Mit dem Trainer sind sie super zufrieden. Tommy ist ein super Trainer. Also das hat er, das, also da müssen wir gar nicht drum herum reden. Nur mit der Mannschaft, ja, also wie gesagt, wenn wir gewinnen, ist alles in Ordnung, wenn wir verlieren, ist es genau das Gegenteil und momentan ist es eben so, dass wir Spieler nicht das spielen, was jeder eigentlich machen soll, habe ich vorher schon gesagt und da müssen wir jetzt auch nicht irgendwie, muss ich auch nicht irgendwelche Ausreden finden oder sowas, sondern es ist Fakt, es spielt nicht jeder das, was er spielen soll und da muss sich jeder jetzt mal an der eigenen Nase packen und nochmal eine Schippe drauflegen, weil wir haben ja schon gezeigt, dass es geht und dass wir wieder dahin zurückkommen, muss sich jeder, ja, wie gesagt, muss jeder Einzelne mehr Gas geben, sonst kann der Trainer auch nichts machen. Ja. Sie haben auch, die meisten Fans haben gesagt, sie glauben nicht mehr an die Playoffs. Wie ist das bei euch? Glaubt ihr, dass ihr es noch schafft? Über die Pre-Playoffs zumindest noch? Oder die direkte Teilnahme, glaubt ihr noch dran? Ja, also die Pre-Playoffs, das schaffen wir. Also das ist ein Muss, das ist gar nicht anders. Und die Top 6, Augsburg ist jetzt 9 Punkte von uns weg. Wir haben jetzt noch 17 Spiele, 17-3. Sie sind wahrscheinlich besser wie ich in Mathe, sind noch ein Haufen Punkte zu holen. Ja. Wir spielen ja noch einmal direkt gegen Augsburg, ich sage mal so, das ist so ein bisschen unser Konkurrent, unser direkter Konkurrent und man sieht es, jeder hat mal eine gute Phase, jeder hat mal nicht so eine gute Phase, aber wenn wir schleunigst wieder dahin zurückkommen, dass wir unser Spiel spielen und dann so viele Punkte wie möglich holen und also ich würde jetzt da nichts abschreiben und das ist gut, wir haben jetzt 4 Spiele hintereinander verloren, aber letztes Jahr haben wir, glaube ich, am Schluss auch das letzten 13, 10 gewonnen oder sowas. Also das ist alles möglich. Nur wir müssen wieder zu unserem alten Spiel zurückfinden. Alles klar. Danke und viel Erfolg dann für die nächsten Spiele.